was da alles drin steckt im Schenkräumchen. Es ist nicht nur sozial und nachhaltig, sondern auch noch sinnvoll und macht Spaß. Bertil Zixt sucht hier ein ganz besonderes Geschenk. Für Urenkel. Weil die auf Besuch, jetzt kommen sie das erste Mal nach 3 Jahren. Und es sind 2 Buben, die von Hannover kommen. Man kann so richtig schön gruscheln, das kannst du in einem anderen Land nicht. Was in einer Garage in der evangelischen Gemeinde angefangen hat, ist nach fast 5 Jahren eine Institution. 3-mal in der Woche ist abends geöffnet. Man muss nicht vorzeigen, ob man bedürftig ist, man braucht keinen Sozialschein oder es könnte sich also auch ein Millionär verirren, der hier irgendeinen netten Nippes sucht und findet. Keiner wird gefragt, was er mitgenommen hat und niemand muss irgendwie einen Obolus entrichten. Spenden sind herzlich willkommen, aber kein Muss. Das Schenkräumchen trägt sich selbst. Einmal durch ausrangierte Sachen, die abgegeben werden, zum anderen wird die Miete vom Immobilienbesitzer übernommen und 30 Ehrenamtliche helfen beim Recyceln der Sachen. Also das finde ich das Wichtigste eigentlich, dass man eben nicht alles wegschmeißt. Es gibt ja oft, wenn man die Wertstoffhof fährt, dann liegt alles umeinander und das ist alles einfach nur so gut. Genau, und deswegen finde ich es super, wenn man da einfach Sachen herbringen kann, die einem selber einfach nicht mehr so wichtig sind oder die man einfach nicht mehr braucht. Genau, die im Keller sonst vielleicht verstauben und jemand anders freut sich einfach drüber, dass er die haben kann. Und wir bringen dann ab und sowas her und zwangsläufig nimmt man halt dann einfach auch wieder was mit. Sohn Simon hat hier gleich was Neues gefunden. Ein Auto, das wo Türen aufmachen kann, ein Menschen eine sitzen kann und das hat eine Ladefläche. Danke, Schenkräumchen. Immer wieder erlebt Ingrid Steinmüller solche Momente und genau das motiviert sie zum Weitermachen. Das ist einfach schön, wenn man das sieht, wie Gesichter erstrahlen, wenn sie wieder was Passendes gefunden haben, was sie sich so nicht leisten könnten. Letztens ist ein Nerzmantel weitergegangen. Die Dame, die ihn gebracht hat, hat gesagt, mein Gott, der hat mich mal 20.000 D-Mark gekostet. Ja, und eine Kundin kam, die ein ziemliches Schicksal hinter sich hat. Die hat 2 Jahre lang im Auto gelebt, weil es aus der Wohnung gekündigt war und die schlüpft in den Nerzmantel rein, der sitzt wie gegossen und ein Strahlen übers ganze Gesicht. Und auch Bertil Zixt hat was gefunden für ihre Urenkel im Schenkräumchen. So,